Herzlich willkommen zum MTB News Podcast Pokal oder Spital mit der Episode 17. Wir haben den 13. November. Moritz ist nicht da und dafür haben wir einen Special Guest und das ist Thomas. Und ihr erfahrt noch mehr über Thomas nach dem Intro. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Thomas. Sehr schön aufgepasst. Danke. Ja, und damit, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen. Und wir haben es ja schon angekündigt vor 2 Wochen. Wir werden einen Stargast diese Woche haben und es ist der einzig wahre Thomas. Thomas, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du eigentlich hier? Danke, Hannes. Ich habe schon schlecht geschlafen, weil ich so aufgeregt war vor dem Podcast morgen heute. Ja, wer bin ich? Ich bin Thomas Parz. Ich habe irgendwann MTB News gegründet und arbeite hier halt mit und bin heute als Moritz-Ersatz eingeladen worden. Ja, vielen Dank, Tom. Wir haben noch jemanden mit an Bord und zwar, das ist Markus, den begrüße ich aus dem wunderschönen Brandenburg. Hallo Markus. Ja, hi Hannes, hi Tom. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Diesmal sogar halbwegs pünktlich nach 2 Wochen. Ich hoffe, dass wir auch die Episode so schnell und pünktlich geschnitten bekommen, dass die dann tatsächlich rechtzeitig veröffentlicht wird. Ja, und wen haben wir noch vergessen? Hannes ist auch wieder dabei. Genau, mit freundlichen Grüßen aus Lemgo. Es ist hier laues Wetter, aber bewölkt und es wird, glaube ich, frischer die nächsten Tage. Und von daher gibt es auch nichts Besseres, als dann irgendwie, vermutlich am Donnerstag hört ihr diese Folge, irgendwo gemütlich euch bei einer Tasse Tee oder einem Bier abends irgendwie auf dem Sofa zu versammeln und den Podcast hören. Ja, was werden wir heute machen? Wir werden heute eine etwas andere Folge haben. Es gibt eine MTB-News-Spezialfolge, denn wir haben Thomas natürlich nicht umsonst eingeladen. Er wird uns ein bisschen etwas über die Entstehungsgeschichte von eurem Lieblings-Mountainbike-Portal erklären und ihr werdet vielleicht das eine oder andere Mal erstaunt sein, wie das Ganze gelaufen ist und vor allem, wie lange MTB News überhaupt schon existiert. Da gab es das Internet gerade erst. Oh. So ungefähr. Und ja, bevor wir starten, wollen wir ein bisschen die aktuellen News durchgehen, ganz, ganz kurz und natürlich die Biersorten vorstellen. Da wir jetzt aktuell 10.43 Uhr haben, werden wir aktuell kein Bier trinken, zumindest werde ich es nicht tun oder tue es gerade nicht. Aber ich habe gestern ein Bier vorgetrunken und deswegen starte ich auch. Ich habe ein Detmolder Tusnelder Bier getrunken aus der Stratebrauerei in Detmold. Und während das Pilz dieser Brauerei nicht ganz so gut ist, ist das Tusnelder Bier ein wirklich, wirklich leckeres Bier, das ich nur empfehlen kann. Und gibt es vermutlich eher lokal. Obwohl, Markus, du hast das irgendwo mal gefunden, ne? Na, ich habe es mir mitbringen lassen von meiner Schwägerin, du weißt Ach, Bescheid. Natürlich, ja. Und ich habe es auch getrunken. Du hast ja jetzt schon dein Urteil vorweggenommen, aber dem stimme ich zu. Das ist echt ein sehr okayes Bier. Ja. Und habt ihr irgendwas getrunken sonst so oder nicht? Also ich nicht. Ich habe auch tatsächlich nicht vorgetrunken. Und das Letzte, was ich hatte, war am Sonntag irgendwie eine Flasche Wein. Aber die passt hier überhaupt nicht in die Rubrik. Deswegen skippe ich einfach. Ich habe nicht mal ein Glas Wasser hier auf dem Tisch. Ich hoffe, Tom hat sich... Ich habe auch nicht vorgetrunken. Ich sitze jetzt für die Aufnahme hier in meinem Auto, weil es im Büro trubelig laut ist. Und man hat hier... Sich auf der A8 irgendwo unterwegs. Nein, das Auto parkt. auf der A8. Genau. Und, ja. Habt ihr es nicht gehört auf SWR3? genau, und ich muss zugeben, ich habe eine Cola Zero hier neben mir stehen und das war es eigentlich schon, ja. Okay, ja, ich habe eine Mio Mio Mate hier stehen. Mate! Oh, ich bin ganz kurz weg, ich hole mir noch eine Mate, das wollte ich nämlich heute machen. Jetzt fällt es mir ein. Fang mal mit den Themen an, bin gleich wieder da. Genau, wir fangen mit den Themen an, wir wollen uns gar nicht groß aufhalten, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, wir müssen heute tatsächlich wegen mir mal früh Schluss machen. Wir haben in der letzten Woche Down-Country-Bikes getestet. Jetzt wird sich der ein oder andere geneigte Hörer fragen, was sind Down-Country-Bikes? Tom, was sind Down-Country-Bikes? Naja, das sind Cross-Country-Bikes, mit denen man ballern kann.
oder andersrum irgendwie Bikes, Trailbikes, mit denen man es bergab krachen lassen kann, die aber bergauf auch so gut gehen, dass man damit mal einen Marathon oder vielleicht sogar ein Cross-Country-Rennen fahren kann. Ja. So würde ich es einstufen, genau. Oder? Ja, klingt gut. Wir haben auch noch eine bessere, einen besseren Begriff eigentlich gefunden, die Cross-Country-Bikes. Das betitelt es eigentlich noch besser. Ja, 100 bis 120 Millimeter, wenn ich mich nicht recht entscheide, wenn ich mich nicht recht erinnere. Wir haben ein Yeti SBR 100 getestet, ein Santa Cruz Blur und ein Intense Sniper XC. Und da Moritz bei dem ganzen Test mit dabei war und federführend das Ganze auch mitgeplant hat, werden wir das in 2 Wochen genauer besprechen, wenn Moritz wieder da ist. Aber damit ihr euch schon mal einlesen könnt, wir verlinken natürlich die ganzen Tests in den Shownotes und dann könnt ihr euch da schon mal reinklicken und euch die Tests durchlesen und schauen, was da am besten abgeschnitten hat. Ja, was haben wir noch? Makov hat, kennt der ein oder andere von dem rosa Reinigungszeug, was man auf die Räder sprüht. Die haben jetzt auch eine Dichtmilch rausgebracht, die sich doch etwas von den anderen Dichtmilchen, Milche ist glaube ich der Plural von Milch, von den anderen Dichtmilchen unterscheidet. Also meine Frage an euch, fand ihr Tubeless, beziehungsweise was für Milch nutzt ihr in euren Reifen? Ich fahre meistens Tubeless und habe jetzt keine fixe Sorte, die ich reinschütte. Ich glaube, zurzeit ist Stance drin, aber ich hatte auch schon anderes Zeug drin. Mhm. Markus? Ich fahre nicht Tubeless, deswegen kann ich die Frage nicht beantworten. Würde aber wahrscheinlich okay. Nach Farbe kaufen. Nein, keine Ahnung. Ja, dann mit Glitter. Gibt's ja auch, habe ich gesehen, ne? Was war das? Ja, genau. Steve Pete-Zeug ist das, ja. Ne? Ja, ja. Genau, ja. Also Steve Pete hatte ich noch nicht drin, ich hatte die Makov-Dichtmilch jetzt öfter mal drin. Sie hat Vor- und Nachteile im Gegensatz zu oder im Vergleich zu Stance. Die Vorteile sind, ich habe das Gefühl, es dichtet ein bisschen besser ab, es klebt vor allem ziemlich gut alles und es klumpt tatsächlich nicht. Das ist mir aufgefallen. Der Nachteil liegt allerdings auch in der Klebfähigkeit von dem Zeug. Das heißt, während man zum Beispiel Stance einfach irgendwo reinfüllt und wenn man es verschüttet, dann kann man es irgendwie nachher einfach abrubbeln, weil es halt dieses Latex-Zeugs ist. Trocknet das Makov-Zeug zwar auch, aber es klebt doch ziemlich. Also wenn man das einmal an den Finger hat, dann ist es doch ist ein bisschen Sauerei dabei. Speziell, wenn man das Zeug fährt und man ist 180 Kilometer von zu Hause weg irgendwo in Holland und man muss einen Schlauch in einen Rennradreifen packen. Hab gehört, das soll tatsächlich schon mal vorgekommen sein. Ja, das soll vorgekommen sein. Da können wir direkt, ich weiß gar nicht, haben wir das erwähnt eigentlich, die Tour? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Hannes hat eine grandiose Tour mit seinem Rennrad gemacht. Du bist, glaube ich, 600 Kilometer gefahren in einem halben Tag, oder was? So die Größenordnung? Ja, 300 Kilometer in einem Tag. Genau, fast. Andersrum. Ja, genau. Wer sich das durchlesen will, kann das bei unserer Partnerseite tun. Da habe ich einen Bericht drüber geschrieben. Von auf dieser Rennrad-News. Tour. Genau, auf Rennrad-News. 308 Kilometer verlinken wir in den Shownotes. War eine Tour mit Höhen und Tiefen und definitiv Highlights. Ja, also wer das mal machen will, der kann sich das mal durchlesen. Da sind auch einige Tipps, was man tun und nicht tun sollte dabei. Dann haben wir noch ein paar kleine News. Wir haben ein wunderschönes Video von Vincent Toupin von Vinity. Der hat ein Video namens, es hieß gar nicht Warpseed, sondern No Better Place Like Home. Und das ist einfach ein unfassbar schnelles Video. Das verlinken wir euch. Das sollte man sich mal angeschaut haben. Natürlich, die GoPro verzerrt wahrscheinlich ein bisschen, aber das sieht einfach unfassbar krass aus, wie der durch den Wald hackt. Also es sieht extrem lebensgefährlich aus. Es sieht eher aus, als würde er tief fliegen. Ja. Extrem und lebensgefährlich im Gegensatz zu nicht ganz so extrem lebensgefährlich. Eine schöne Steigerungsform auf jeden Fall. Ja. Extrem lebensgefährlich. Am extremsten lebensgefährlich. Extrem lebensgefährlich, ja, sehr geil. Ja. Dann, es gibt noch etwas Technischeres, und zwar zur neuen Dienstradregelung. Da kann Thomas vielleicht was zu sagen. Vielleicht nutzen einige von euch schon die Leasing-Möglichkeit Dienstrad.
Da wird im Prinzip ein Teil des Gehaltes direkt in ein Fahrrad umgewandelt, was euch dann privat zur Verfügung steht, und das läuft über den Arbeitgeber und ist so ein kleines Steuersparmodell. Und da gibt es jetzt Neuerungen. Der Bundestag hat beschlossen, dass ab 2019 die 1%-Regelung entfallen soll. Das kennt man vielleicht von Dienstwagen, da muss man 1% des Listenpreises als sogenannten geldwerten Vorteil versteuern, und das soll ab 2019 entfallen, sobald der Bundesrat noch zugestimmt hat. Dadurch wird es halt noch günstiger und attraktiver, sich ein Fahrrad über den Arbeitgeber zu leasen. Viele Arbeitgeber machen das, und man kann am Ende halt relativ günstig dann an ein cooles neues Bike kommen, ja. Und durch die Neuerung bleibt halt die Belastung niedriger in Zukunft, die für den Arbeitgeber dann abzuführen ist. Oder auch für Selbstständige, die es auch machen können. Die müssten ja auch 1% versteuern. Und das fällt dann eben weg. Und das gilt für Fahrräder und für E-Bikes. Ausgenommen sind die S-Pedelecs. Das sind die, die so ein Nummernschild brauchen, weil die dort als Kraftfahrzeug eingestuft sind. Und die müssen 0,5% in Zukunft zahlen. Das war es ungefähr. Ein Artikel dazu findet ihr auf MTB News. Und ja, genau. Es hatte relativ viele Leute von euch interessiert. Es hat sehr, sehr viele Antworten und Aufrufe gehabt, der Artikel. Ja, kann man sich auch echt mal durchlesen, die Diskussion, die darunter entstanden ist. Sehr interessant. Übrigens, diese S-Pedelecs. Ich habe das Gefühl, hier fahren ziemlich viele von den Dingern drum. Ich habe eigentlich noch kein einziges mit Nummernschild gesehen. Man merkt es halt einfach, wenn du auf dem schnellen Singlespeeder unterwegs bist und die Leute fahren dir einfach weg. Und du denkst so, nee, die können nicht nur 25 fahren. Du fährst gerade selber so 33, 34 und die fahren dir weg. Und ja, und das ist aber meistens dann irgendwie, sind eher auch Senioren, die dann so ganz aufrecht da sitzen und halt mit 45 dann einfach über den Radweg ballern. Du denkst, das kann eigentlich nicht sein, aber ja. Die also Dinger, die dürfen ja nicht auf dem Radweg fahren, ne? Die müssen auf der Straße, eben. Brauchen also ein Schild und so ein Versicherungskennzeichen und müssen auf der Straße fahren, ja. Das ist eigentlich alles falsch daran, wenn man das sieht. Du brauchst einen Seitenständer, du brauchst einen Rückspiegel, du brauchst, ich glaube, sogar Blinker? Beleuchtung. Blinker nicht. Ja, Beleuchtung also, brauchst du so oder so, brauchst du auch als Fahrrad im Bereich der STVO, aber. Ja, aber ich glaube sogar, dass es immer an sein muss, bin ich mir aber nicht sicher. Tagfahrlicht, also, wir haben Motorrädern. Ja, ja, genau, richtig. Mhm. Da bin ich übrigens mal gespannt, was mit diesen E-Rollern passiert. Da gibt es ich glaube nächstes Jahr eine neue, nee, jetzt kurz, sind kurz bevor, glaube ich, vor dieser neuen Neuerung. Du meinst Neuerung, die Scooter, nicht die Roller, oder? E-Scooter, genau. Also ich hatte gelesen, Dinger. Es wird gerade diskutiert. Da ist noch nichts festgelegt, aber das ist wohl gerade in der Mache, irgendwie eine gesetzliche Regelung dafür. Ich setze mich weiterhin dafür ein, dass wir die nächstes Jahr auf der Eurobike bitte haben. Das ist wirklich praktisch. Es hat so Spaß gemacht, da auf so ein Ding mal rumzuflitzen. Mhm. Na, du bekommst einen Segway. Das ist, glaube ich, so für dich passend. Das, würde ich auch gerne nehmen. Auf jeden Fall. Du bekommst einen Segway und kannst in Konstanz wohnen, dann kannst du jeden Morgen hinfahren. Gut, dann sind wir fast beim Ende der News. Wir wollen noch ganz kurz hinweisen auf eine coole Aktion. Vorsicht, Markennennung. Werbung der Markennennung hieß das. Werbung der Markennennung, genau. Nein, es ist keine Werbung, sondern wir wollen einfach nur auf die coole Aktion hinweisen. Akros macht mit bei der Movember-Aktion und ja, das ist im Prinzip so eine Aktion, die auf die Männergesundheit und Krebs aufmerksam machen möchte und dafür auch einfach Geld sammelt für Projekte, wenn ich es recht verstanden habe. Und Akros hat ja immer so verschiedene lustige Topcaps mit Laserbeschriftung und die kann man sich belasern lassen, wie man will. Und da gibt es verschiedene Movember-Editionen mit Schnurrbärten und Mustaches und alles Mögliche. Und die kosten irgendwie 9,90 Euro. Und da fließt sämtlicher Gewinn in diese Projekte. Und da weisen wir gerne darauf hin. Das läuft jetzt aktuell noch, ich glaube, den ganzen November noch. Und die, ja, ist halt eine Sache für einen guten Zweck. Und das ist, finde ich, ist eine gute Aktion. Genau, gehen an die gemeinnützige Movember Foundation. Und die unterstützen weltweit Projekte damit. Wir werden das mal verlinken. Es gibt ja, glaube ich, auch einen Artikel dazu. Und dann. Ja.
Last but not least, wir haben natürlich wahnsinnig viele News in den letzten 2 Wochen gehabt, aber im Speziellen möchten wir noch darauf hinweisen, wir haben uns die neuen Radon-Modelle und die neuen Stevens-Modelle angeschaut, also jede Menge Bikes in einem großen Artikel verlinkt und nähere Infos dazu reingepackt, also schaut die euch gerne an, wir verlinken sie natürlich in den Shownotes und ja, das werden wir in den kommenden Monaten und vor allem auch Jahren auch öfter machen, gerade weil die Hausmessen doch immer mehr werden, dass wir uns die Modelle eines einzelnen Herstellers wirklich umfangreich angucken und euch die einfach noch besser in einem Artikel übersichtlich präsentieren können. Und ja, nicht nur in einem Artikel. Ich meine, bei Radon war ja auch gleich noch ein Test mit dabei. Die Jungs, die vor Ort waren, konnten die Modelle gleich testfahren und haben direkt Tests mitgebracht, genau. Ja, im besten Fall werden wir das halt schaffen. Wenn wir nicht nur einen Tag da sind, dann versuchen die den natürlich auch direkt zu testen. Ja, und jetzt haben wir halt, wie gesagt, Radon und Stevens einige neue und sehr spannende Räder dabei. Gut, beenden wir die News-Section und kommen wir zu MTB-News. Oder wir starten wahrscheinlich gar nicht mit MTB-News an sich, sondern eher mit der IBC, oder Tom? Ja, eigentlich schon. Ja, soll ich einfach anfangen von vorne oder was wollt ihr wissen? Wie alles, wann seid ihr denn dabei? Wie alles begann. Seit wann seid ihr denn dabei? Ich bin dabei seit 16. April 2001, glaube ich. Eieiei. Hannes? Boah, jetzt habt ihr mich erwischt. Also ich bin auf jeden Fall auch seit 2001 dabei. Aber ich glaube seit August. Ich glaube seit August 2001. Das ist schon eine vierstellige Benutzer-ID, ne? Oh. Ja, ist 1583. Ja, 1583, genau. Ja, so ein paar kenne ich auswendig. 14. Oktober 2001. Naja. Okay. Ja. Also auch 17 Jahre jetzt. Hast deinen 17-Jährigen jetzt gehabt vor kurzem. Mhm. Ja. Oh, krass, lange Zeit. Mhm. Wie die Zeit vergeht, Jungs. Ja, also, und wie lange ist denn das ganze Ding schon online eigentlich? Ja, ich habe es im Jahr 2000 angefangen. Ich war damals super viel durch meinen Job unterwegs. Ich war damals, ich habe BWL studiert und war damals bei einer IBM-Tochter als Berater angestellt und war dann immer auf Projekten unterwegs. Teils wochenlang. Und wenn das hier in Deutschland war und ich mit dem Auto unterwegs war, habe ich auch mein Mountainbike mitgenommen, um halt abends noch fahren gehen zu können. Okay. Das war aber teilweise schwierig, Strecken zu finden und es war auch langweilig, allein zu fahren. Und damals gab es auch noch kein GPS, es gab kein Strava, kein Gypsies, auch sonst sehr wenig. Und, wieso hast du nicht auf Instagram oder Facebook gefragt? Ja, genau, richtig. Ja. Genau, also ja, für die Jüngeren unter euch, Facebook ist erst 2008 gestartet und WhatsApp 2009, also die gab es damals halt einfach noch nicht. 2004, glaube ich, gab es Facebook schon, aber damals nur. Ja, ich meine in Deutschland, ne? Hier, 2008. Ach so, ja, okay, alles klar. Hieß ja noch The Facebook damals. Ja, The Facebook, genau. Nee, ich hatte damals halt einfach die Idee, eine Plattform zu machen, wo ich mich zum Fahrradfahren verabreden kann, wo ich halt viele Biker finde, um mein eigenes Problem, hey, ich will nach Feierabend noch Fahrradfahren zu gehen, um das zu lösen. Und das war so der Anfang. Internet kannte ich von der Uni schon und dachte, es muss irgendwie möglich sein. Ja, Internet hatte ich an der Uni kennengelernt. Also vorher gab's. Wie geil das klingt. Ja, ja, ist Internet, so. Das kannte ich von der Uni. Ja, das ja, kannst du Ernst, heute keinem vermitteln, ne? Wirklich. Ja. Aber so meine erste E-Mail-Adresse gab es auch an der Uni. Also ich habe vorher auch, ja, es war halt echt neu damals. Ja. Genau. Und dann habe ich selbst irgendwie angefangen, so eine Verabredungsmöglichkeit zu programmieren. Irgendwo liegt bestimmt der Code noch rum, Markus würde Würgereiz bekommen oder so. Und habe damals angefangen, das Last-Minute-Biking selbst zu programmieren und irgendwie zum Laufen zu kriegen. Und das wurde damals relativ bald dann genutzt. Man konnte sich eintragen, wo man fahren will. Und sowas gab es halt vorher noch nicht. Was parallel fehlte, war halt eine Diskussionsmöglichkeit. Deswegen, ja, also selbst was programmieren konnte ich nicht, weil das zu kompliziert war. Ich konnte nicht programmieren. Ich hatte das Last-Minute-Biking anhand von irgendwelchen Tutorials erstellt. Auf YouTube. In der YouTube gab es eben auch noch nicht. Ja, ja, klar. Das ist also, das habe ich jetzt nur gesagt, damit man sich mal vorstellt, wie schwierig das war, damals irgendwas zu machen. Ja, es gab irgendwie. Echt, es war dünne.
Genau, und dann gab es aber schon so erste Foren-Software-Pakete. Dann habe ich das erst so eine kostenlose genutzt und dann hat mir ein Bekannter eine andere kostenpflichtige mal zugeschickt, die er irgendwo her hatte. Und die habe ich dann ausprobiert und für gut befunden und irgendwann die Daten dann migriert dorthin, die ersten, die es dann schon gab. Und dann ist quasi dieses Forum losgelaufen. Genau. Wenn man eine Software neu installiert, ist es halt erstmal wie quasi wie in einer Geisterstadt. Das heißt, das Forum war zwar da, aber es war leer und ich war alleine da. Und genau, da habe ich erstmal ein paar Fragen gestellt, in der Hoffnung, dass irgendjemand darauf antwortet. das hat ein bisschen gedauert und dann kam ich noch auf Evil die Idee, Rider. Bitte? Und dann kam Evil Rider. Und dann kam Evil Rider, genau, und Barbie. Hatte ich noch die Idee, es gab damals so eine Handvoll Websites mit Mountainbike-Bezug hier im deutschsprachigen Internet. Es wäre viel geiler, wenn wir das alle zusammen machen würden, dass es halt dann eine Plattform gibt und nicht, dass jeder irgendwas Eigenes macht. Also habe ich die alle angemailt und ein paar Vereine noch, die auch schon irgendwie online waren, quasi, hey, wollt ihr mitmachen? Wir machen hier ein gemeinsames Forum. Wenn ihr dabei seid, bekommt ihr ein Unterforum. Ich kann euch das noch in eurem Style ein bisschen anbieten, die Farben anpassen. Und ihr werdet Moderator. Und ein paar von den Leuten fanden das cool und haben dann eben mitgemacht. Und das hat den Nebeneffekt, dass es anfangs mehr Moderatoren als normale Nutzer gab. Das heißt, so wie ja. Mir im guten Forum. Ja, genau. Das heißt, es wurde sehr intensiv betreut. Wir haben uns über jeden Beitrag gefreut und es gab damals einen internen Bereich, wo sich abgestimmt worden ist und damals haben wir einen gemeinsamen Namen gesucht. Und der sollte natürlich englisch sein und cool klingen und dann haben wir hin und her diskutiert. Also wurde es irgendwie die Internet Bike Community, also IBC. Und das war quasi die Namensfindung damals. Sehr schön. Einer der Moderatoren war damals relativ fit, was Grafik anging, und der Dave, und der hat damals erste Logo dann auch gebaut. Ihr könnt euch vielleicht noch dran erinnern, das Gelbe mit dem Biker und den Schmutz. Suchen wir raus, wird verlinkt. Spritzen. Wer bei Finale Freeride schon mal Biken gewesen ist, in Finale Ligure, der wird diese Schriftart kennen. Die haben nämlich die gleiche Schriftart, haben wir festgestellt. Ach, das kann gar nicht sein. Als wir damals wo waren wir denn? Doch, hier im Finale Ligure, als wir fahren waren, ich glaube 2012 war das oder so, da fiel es auf, ja. Mich würde jetzt mal interessieren, welche Vereine oder Websites waren denn damals dabei von Anfang an? Bombenkrater, glaube ich, oder? Bitte? Bombenkrater war, glaube ich, relativ früh dabei, oder? Bombenkrater war früh mit dabei. Was witzig ist, weil wir jetzt im Nachhinein ja die Leute auch irgendwie kennen, und die haben damals so geile Videos gemacht, die schon damals irgendwie so Vorreiter waren. Irgendwie so komplett verrückte Sachen, die, wenn man nicht so einen Bezug dazu hatte, halt völlig, völlig unfassbar waren, was die damals getrieben haben, die Jungs. Absolut, ja. Wir hatten das auch in einer Folge schon mal kurz besprochen. Da ging es um Videos und da kamen auch die Bombenkrater-Videos, Trailporn 2 und so. Das war halt wirklich damals einfach nur geil. Also es gab kein YouTube und nix, ne? Und das war Videos so echt heiße Ware und man hat sich da über alles gefreut. Und wenn dann noch ein Video um die Ecke kam, was qualitativ so hochwertig war wie ja eben die Bombenkrater-Videos, dann das war was ganz Besonderes. Also großartige Sache. Auch noch mit dabei war der Mountainbike-Club Beinhard Ingelheim ganz am Anfang. gerade hier aus der Ecke, wo mein Kumpel Thomas Klein-Johann damals sehr aktiv war, die hatten dann quasi ihrem Verein quasi ein Forum gegeben, was dann hier unser Lokalforum sozusagen war und die Kommunikation ist darüber gelaufen und das hat damals schon für ein Wachstum gesorgt, weil einfach immer mehr Leute kamen und die Nutzer haben dann ihren Freunden Bescheid gesagt und so wurden das immer mehr. Es war wie so ein Schneeballeffekt. Und weil es immer mehr Leute waren, war es auch immer nützlicher plötzlich, weil man sich austauschen konnte etc. Also das ging dann ratzfatz. Auch mit am Anfang mit dabei war wanderschock.ch. Das war irgendeine eine Seite von Schweizer Freeridern, die auch ganz verrücktes Zeug gemacht haben. Ja. Das waren so die mir jetzt gerade spontan einfallen. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Das war so ganz am Anfang, ja.
Oder also, Dave war auch mit dabei. Der hat später mit Carsten Schimmig, der auch mit am Anfang mit dabei war, die Single Trails Skala sich ausgedacht. Also sie kamen eben auch dort aus dem Bereich, ja. Ja, was war das Nächste? Die Few King Riders waren auch ab 2002, glaube ich, dabei. Ah ja, genau. Aus Hauzenberg. Ja, es waren dann einige. Wir hatten nachher eine Seite, die gibt es bestimmt auf Archive.org noch, wo die ganzen teilnehmenden Seiten dargestellt waren, jeweils mit einem Screenshot von deren Seite. Und es waren irgendwann irre viele. Ja, weil jeder hat es halt verlinkt und eingebaut, weil es jeder halt als die Kommunikationsplattform nachher genutzt hat. Das heißt, man konnte das Forum sich, man hat einen Code genommen und den konnte man auf seiner Homepage quasi HTML-mäßig irgendwie verlinken oder einbauen und konnte genau, dann also posten. Genau, also ganz am Anfang war es so, die Leute, die mitgemacht haben, wenn die jetzt eine rote Webseite haben, hatten die mir Bescheid gesagt und dann hatte ich quasi den Style für die angepasst und haben die das mit einem Parameter bei sich eingebaut, so als sah ähnlich aus wie so ein, ich weiß gar nicht, ob es ein iFrame damals war, eingebaut und dann wurde das Forum eben in rot bei denen dargestellt und auf einer anderen Webseite, wenn es da besser hingespielt passt habt, eben halt in grün. Genau, das heißt, jeder hat die gleiche Plattform genutzt, aber es war an das jeweilige Look and Feel angepasst. Widget. Ja, sozusagen. Also war, ja, war die Startseite und der Rest hat sich dann eben dann auch so angepasst an die Grafik. Ja. Genau, das ja, was dann auch dazu kam, war zum Beispiel, als eine der nächsten Sachen war die Foto-Upload-Möglichkeiten, die ja auch über das Forum kamen, das war auch relativ früh. Also die Älteren unter euch können sich vielleicht noch an MySpace erinnern. Die haben 2003 ja angefangen und bei uns gab es diesen Foto-Upload quasi auch schon von Anfang an und das war für viele super wichtig, da einfach ihre Produkte oder sich selbst hochzuladen, was dann auch sehr, sehr rege genutzt worden ist von Anfang an. Ja, definitiv. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Wobei es damit losging, also hatte ich glaube ich schon mal erzählt, ich bin über meinen Kumpel Marc zum Forum gestoßen und er hatte dann ein Thema eröffnet, wo er Biken war und er hat dann für jedes Bild, mit dem er Biken war, weil am Anfang war glaube ich nur so ein interner Upload pro Post möglich, ohne das Fotoalbum und er hatte dann jedes Bild von der Tour einzeln als Post hochgeladen und dann kamen halt erstmal 30 Postings glaube ich von ihm mit diesem Thema. Wo er dann jeweils ein Foto halt reingepostet hatte. Aber ich erinnere mich tatsächlich daran, dass es früher sehr schwierig war, irgendwo auf einer externen Seite halt ein Foto einfach hochzuladen und das Leuten verfügbar zu machen. Also da war MTB News auch relativ früh meine erste Anlaufstelle irgendwie. Cool. Also es gab dann so 666kb.com erinnere ich mich noch. Geil. Also krass, ja. Ganz alte Foto-Hoster irgendwie, aber da hatte man dann natürlich auch irgendwie ganz schlecht nur so Kontrolle drüber, dann war das Foto halt hochgeladen. Dann war es weg und dann gab es einen Löschlink, den hatte man natürlich nicht mehr und bei MTB News konnte man das Ding halt einfach wieder rauslöschen, also das war schon praktisch damals in diesen Anfangszeiten des Social-Internets, nenne ich es mal. Also, ja, das stimmt. Also gerade Foto war halt echt wichtig und Foto, diese ganzen Fotogeschichten oder auch, dass es halt am Anfang so schnell gewachsen ist, war eigentlich auf der anderen Seite auch ein Problem, weil wir haben uns anfangs halt echt über die ganzen Neuanmeldungen gefreut und es ist immer gewachsen und dann war das ganze Projekt plötzlich vor dem Aus. Wissen die meisten nicht, ganz am Anfang ist halt so sehr, sehr hobbymäßig gelaufen und dann hat sich der Hoster gemeldet, bei dem das damals gelaufen ist. Im Prinzip stand in der Mail drin, es ist schön, dass das so cool läuft bei euch, aber sorry, das ist viel zu viel Traffic und bitte zieht innerhalb von einer Woche aus. Viele Grüße, viel Erfolg. Aber eine Woche ist ja jetzt durchaus noch entspannt, kennt man ja auch anders. Irgendwo der Saft abgedreht wird und das war's dann. Von daher ist das ja schon noch okay. Ja, damals war es aber halt nicht so einfach. Du konntest nicht einfach zu Hetzner oder wo auch immer hingehen und dir einfach was klicken, was innerhalb von 2 Minuten dann bereitgestellt wird und dann nur 7 Euro im Monat kostet. Also
Ich habe dann rumrecherchiert und es gab damals auch keine bezahlbaren Server hier in Deutschland und habe in den USA irgendwie den billigsten gemietet, den es damals gab, der aber trotzdem dann plötzlich $100 im Monat gekostet hat. Und ich stand da irgendwie schon vor der Entscheidung, weitermachen oder aufhören. Genau, und wenn weitermachen, wie bezahle ich das Ganze? Ja, das war so die nächste Geschichte. Oder hast du denn ich habe mich fürs Weitermachen die richtige Entscheidung getroffen? Ja, ich denke auch, ja. Ich habe mich halt fürs Weitermachen entschieden und um das Ganze gegen zu finanzieren, musste Werbung her. Und Werbung war damals auch noch ganz anders. Es gab nicht diese Werbenetzwerk, wie wir es jetzt haben, dass man einfach irgendeinen Code einbindet und irgendwie wird Werbung eingebunden und am Ende vom Monat erscheint plötzlich Geld auf dem Konto, sondern man musste sich halt komplett selbst drum kümmern. Aber ich hatte auf der anderen Seite hatte ich halt echt auch Angst davor, dass die Werbung die User verschrecken würde, weil es halt bisher alles werbefrei und kostenlos und geil war und jetzt plötzlich Werbung. Das war so die Abwägung, die ich machen musste. Und ich habe dann versucht, passende Werbung zu finden und habe damals einfach das Bike-Magazin durchgeblättert und da sind noch hinten diese Seiten drin, wo alle möglichen Händler damals Preislisten drin hatten. Da können wir vielleicht auch ein Foto oder irgendwas in den Shownotes verlinken. Ja. Da waren alle möglichen Händler drin, wo das Internet noch nicht so beliebt war. Die haben quasi da ihre Webseite sozusagen gehabt im Heft. Das heißt, da gab es Listen mit Preisen, sonst nichts. Da musste man irgendwo anrufen und konnte bestellen. Das gab es übrigens auch bei Computerzeitschriften und so, wo dann irgendwie die Grafikkarten und RAM-Riegel und so gelistet waren. Hat man da reingeguckt und wer hat jetzt hier irgendwie den 16 Megabyte RAM irgendwie gerade günstig in der Woche und ich kann mich da auch noch dran erinnern. Genau, Schweinepreise stand dann drüber oder so. Ja, ich habe einfach die Bike durchgeblättert und alle Händler angeschrieben, die so eine Anzeige drin hatten. Danke an die Bike. Genau, einer hat geantwortet. Bitte? Danke an die Bike an dieser Stelle. Ja, danke Bike. Genau ein Händler hat geantwortet und der war dann für die über 10 Jahre ein fester Werbekunde bei uns und hat unser Fortbestehen und Wachstum dann erst möglich gemacht. Das war Bike Mail Order. Genau. Ja, ich erinnere mich gut. Grüße an Mario, falls er zuhört. Und an Matze. Grüße an Mario und Matze, ja. Und die waren auch, also ich kann mich auch daran erinnern, die waren ganz, ganz lange, hatten die oben ihren Button bzw. ihr Werbebanner. Das war festes Inventar einfach auf der Seite, oben rechts. Ja, das war fest dabei. Es dachten damals viele auch, MTB News würde zu Bike Mail Order gehören, aber es war einfach, die waren von Anfang an dabei, die ersten, die da Werbung gemacht hatten. Und es war auch so lange da, bis Mario das Unternehmen irgendwann verkauft hat und dann wurde es halt irgendwann rausgenommen sozusagen, ja. Und es gab keinen Shitstorm. Die User haben hatten Verständnis dafür, dass so eine Plattform eine Finanzierung braucht, weil sie ja immer da war, immer verfügbar war, immer zuverlässig da ist, dass eben auch Arbeit dahinter steckt. Ja, und dann ist es eben gelaufen. Als nächster Schritt ist 2003 ist Google mit der Werbeplattform AdSense hier in Europa gestartet und das sollte auch super cool sein, so was ich gelesen, gehört hatte und ich habe mich dann angemeldet und die erste Werbung eingebaut und ich weiß noch genau, der Monat ist gelaufen und habe ich meinen ersten Scheck bekommen. Google hat damals noch einen Scheck bezahlt. ich habe den Scheck noch hier und wenn ihr euch fragt, warum ich den Scheck noch hier habe, der Betrag war so hoch, ich habe ihn bei der Bank abgegeben und die meinten, sorry, die Gebühren wären größer als das, was du rausbekommen würdest, also behalte den Scheck lieber. Du hast den nie gecashed, den Scheck, oder was? Den habe ich noch hier, der Scheck, ja. Das ist geil. Genau. Und da warst du irgendwie schon dazugekommen, Markus, oder? Ich bin Juni 2003 offiziell dazu gekommen. Ja. Wir hatten ab und zu irgendwie kleinere technische Probleme und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt. Ja, bei einer deiner Dienstreisen warst du in Berlin. Da war ich beruflich in Berlin und du hattest, glaube ich, ein T-Shirt bestellt und das war nicht angekommen und dann habe ich es dir einfach mitgebracht und wir waren Bier zusammen trinken. Genau,
hier und da mal ein Bier getrunken. Ich erinnere mich einmal an dieses epische Business Center im damaligen Forum Hotel, heißt jetzt Park Inn, ist dieses große am Alexanderplatz gegenüber vom Fernsehturm. Du hattest ein Problem mit den Datenbank-Backups bei diesem ja damals schon amerikanischen Server. Das hat irgendwie nicht funktioniert, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was das Problem genau war. Und dann sind wir in dieses Business Center gegangen, weil da gab es Internet-TM. Und das muss man sich so vorstellen. Da war eine Steckdose in der Wand, da konntest du dein Modemkabel einstecken und konntest dich dann darüber ins Internet einwählen mit 56 Kilobit oder so. Und dann haben wir da remote auf dieser langsamen Verbindung auf dem Server in Amerika irgendwelche Shell-Skripte gehackt und die Datenbank-Backups irgendwie automatisiert. Und ja, das wird mir, glaube ich, auch immer in Erinnerung bleiben. Was für ein epischer Moment. Das war sensationell, in der Tat, ja. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Also damals unglaublich, ja. Business Center. Info an die Leser, wenn ihr ein T-Shirt bestellt, wir bringen es euch auch nicht mehr vorbei. Das schaffen wir einfach nicht mehr. Das ist zu knapp. Genau. Ja, schade eigentlich. Außer ihr habt Bier. Ja, genau. Dann kommt Hannes vorbei. Genau. Ja, was waren so nächsten Schritte? Also wenn man sich überlegt, was machen Biker eigentlich alles online? Also einmal hatten wir Verabreden und drüber schreiben, hatten wir über das Last-Minute-Biking-Forum abgedeckt. Und was wollen Biker vielleicht noch tun? Oder was haben sie damals auch schon über das Forum gemacht? Gebrauchte und neue Sachen kaufen und verkaufen. Das ist zunächst als Unterforum gestartet einfach, wo die Leute in Themen ihr Zeug anbieten konnten und dann wurde es separat als Marktplatz aufgesetzt, sozusagen der Bike-Markt. Da haben wir auch mehrere Softwareprodukte nacheinander durchgemacht oder verschlissen, je nachdem wie man will, und irgendwann hat das nicht mehr gepasst und dann haben wir uns ausgedacht, wie er denn funktionieren müsste. Ja, Markus, du hast es halt dann entwickelt und entwickelst immer noch weiter dran rum und mittlerweile ist es so, der Marktplatz ist für die privaten Anbieter immer noch kostenlos, wird auch von Händlern genutzt, die müssen eine Gebühr dafür zahlen und ist halt riesengroß mittlerweile, ja. Ich glaube, aktuell sind immer so 30.000 Produkte aktuell drin oder so. Ja, immer über 30.000. Das, 32.000. Das schwankt immer mit den Jahreszeiten, man merkt, zum Beispiel jetzt gerade aktuell wächst es langsam wieder, das ist nämlich Herbst und die Leute verkaufen ihr Zeug. Und im Frühjahr geht der Wert immer runter, dann wird nicht mehr so viel gedealt, dann haben halt ihre Fahrräder für die Saison. Und das ist immer so eine Sinuskurve irgendwie über den Jahresverlauf. Es ist sehr schön zu sehen, wenn man sich das mal grafisch veranschaulicht. Ja, zur Größenordnung, also im Mai wurden 6.000 Artikel verkauft und der Umsatz lag bei knapp 1,5 Millionen Euro. Krass. Ja, so Größenordnung. Ja, und dann hatten wir diese funktionierende Plattform und die haben wir dann nochmal kopiert, noch zweimal. Das heißt, wir haben 2004 Rennrad News gestartet und 2016 dann EMTB News gestartet, die den gleichen Bike-Markt mitnutzen. Dort gibt es eben Rubriken für Rennräder und E-Bikes, aber separate Foren dann benutzen oder auch über einen separaten redaktionell gepflegten Bereich mit Tests und Neuigkeiten verfügen. Ja. Kann ich nur empfehlen, Bike-Markt übrigens. Also ich habe auch sehr viel schon über den Bike-Markt gekauft, verkauft. Traditionell kriegt man sein Zeug auch wahnsinnig schnell los. Also das meiste, was ich so verkaufe, habe ich eigentlich nach einem Tag auch wieder raus. Also falls jemand übrigens noch einen Vorbau braucht, ich habe aktuell einen Vorbau drin. Ja, verlinkt mal. Jeder, der den, pass auf, so, jeder jetzt den Podcast hört, der kriegt 20% Rabatt, der den haben will. Ein Bontrager Elite Vorbau. Muss man einen Code eingeben, oder was? Ja, genau, Hannes 10. muss eine PM an mich geschrieben werden. Perfekt. Das muss raus, das Ding. Das Geld muss weg. Ja, 2007, ich hatte meinen eigentlichen Job damals schon auf 4 Tage die Woche reduziert. Und ja, dann bin ich zum dritten Mal Vater geworden und musste mich eigentlich dann entscheiden, ob ich aus der SAP-Beraterwelt rausgehe oder ob ich mich von meinem Projekt MTB News trenne, weil beides parallel war halt echt
Krass, das heißt, ich habe teilweise morgens vor der Arbeit Zeug gemacht oder abends danach und zwar irgendwie sehr, sehr intensiv. Und das war halt ja so nicht auf Dauer stemmbar und ich habe mich dafür entschieden, halt den normalen Job an den Nagel zu hängen und das andere Vollzeit zu machen, MTB News. Und ja, seit 2007 mache ich es dann hauptberuflich Auch schon zehn und Jahre, über 10 Jahre. krass, über zehn ja. Jahre, ja, Wahnsinn. Genau, was gab es noch für Schritte? Ja, es gibt noch andere Bereiche, also es gibt einen Videobereich, wo wir Sachen hochladen können. Irgendwann über die User kam der Winterpokal dazu, der in dem ersten Jahr eine Excel-Liste war, die einer der Nutzer gepflegt hatte. Und Markus hat es dann übersetzt sozusagen und ein Programm draus gemacht, was auch über die Jahre immer cooler und geiler wurde. Ich arbeite Ja. gerade übrigens jetzt, habe am Wochenende angefangen damit, noch an einem richtig geilen neuen Feature für den Winterpokal. Das geht jetzt Erzähl. auch noch Sag. in den nächsten Tagen, Wochen online. Ich hoffe, dass ich es schnell schaffe. Bekomme ich dann mehr Punkte? Nein, das nicht, aber es wurde jetzt unabhängig innerhalb von einer Woche von zwei Leuten an mich herangetragen und zwar nicht zwei beliebigen Leuten, sondern zwei Leuten bei uns aus dem Redaktionsteam. Das eine war von Gregor und das andere, glaube ich, von Jan. Die haben sich gefragt, warum gibt es eigentlich keine ja, so Ligen, Gruppen, wo man halt beliebig viele Leute, eben nicht nur diese Fünfer-Team-Zusammenstellung, sondern beliebig viele Leute sich finden können und dann ein Ranking haben für Vereine oder sowas oder zum Beispiel für Redaktionsteams. Und da dachte ich, ja, das ist eigentlich gar nicht schwer zu bauen. Das hätten wir eigentlich schon seit 15 Jahren haben können. Warum eigentlich nicht? Und habe einfach kurz mal angefangen, am Wochenende da ein bisschen zu coden. Und bin da jetzt auch schon ganz gut weitergekommen und will das schnellstmöglich auch noch online bringen, dass wir es in dieser Saison auch noch schön nutzen können. Die Geil. werden dann auch nicht zurückgesetzt nach Saisonende, so wie die normalen Teams, sondern das wird einfach über mehrere Saisons sich ja, wachsen, vergrößern, anpassen können, diese Gruppen. So ähnlich wie bei Strava gibt es ja auch so Verein oder Clubs, heißt es dort, glaube ich. Und man kann eben auch in beliebig vielen Mitglied sein. Man muss sich nicht wie bei den Teams auf eins festlegen, sondern kann in beliebig vielen Gruppen mitmachen. Und das ist ein Feature, das, ja, keine Ahnung, warum wir da vorher noch nicht drauf gekommen sind. Das ist eigentlich so genial. Und das kommt jetzt bald. Das wird auch wahrscheinlich Sehr, sehr erstmal in gut. einer abgespeckten Version, dass es erstmal da ist und dann können wir da auch anfangen zu verbessern. Statistiken will ich da machen, dass man sich vergleichen kann, so ein internes Ranking hat und auch mit Grafiken und so. Das wird dann aber nach und nach kommen. Das werde ich jetzt nicht alles auf einmal machen, weil dann ist die Saison rum, bis das alles fertig ist. Also, das ist auch so ein Feature, was dann über die Zeit einfach wachsen wird. Genau. Sehr cool, ich Das freue mich klingt drauf. sehr, sehr cool, auf jeden Fall, ja. Da können wir dann endlich ein MTB News Redaktionsteam machen, zum Beispiel. Eine Gruppe, Entschuldigung, kein Team. Jo, Ich sehe schon Winterpokal. die Ja. Supportanfragen bei Sandy ankommen. Was ist der Unterschied zwischen Team und Gruppe? Ja. Ja. Dann sind ja Fotos. Was ist jetzt Gruppe und Album? Ja, genau. Ja, was gibt's sonst noch? Ja, seit 2010 wurde der Newsbereich, den jetzt viele von euch kennen, halt eben auch ausgebaut. Newsbereich heißt bei uns redaktionelle Tests, Neuigkeiten, Event-Coverage, wie zum Beispiel World Cup oder EWS. Ja, 2010 kam der erste festangestellte Mitarbeiter dazu. Wir hatten es vorher sehr schlank halt immer nebenbei ein bisschen gemacht und seitdem haben wir versucht, höherwertige Inhalte zu produzieren und uns so auch irgendwie eine Reputation erarbeitet, dass wir schnell sind und aktuell sind und unabhängig, szenennah, also dass wir einfach am Puls der Zeit sind, was Mountainbiken hier in Deutschland so ausmacht, ja. Ja, da haben wir uns am Anfang eben auch dann Spaß draus gemacht, schneller zu sein als die gedruckten Papiermagazine, entweder in den normalen Ausgaben oder auch als die das online überhaupt stemmen konnten. Ja, wir hatten einen Artikel schneller online, bessere Fotos, Ein Spaß teils draus anfangs gemacht, das auch klingt aber ziemlich link. mit Video dabei, genau. Ja, es ist ja auch harte Arbeit, das darf man nicht vergessen. Ja, natürlich, aber trotzdem war es halt, ist halt, ja, war es halt ein Anreiz damals, hat uns Ja, echt angespornt. klar.
Schwerpunkt war sicher dann auch schon immer dann die Eurobike-Coverage, die wir mit relativ großen Teams dann gemacht haben. Ja, bei der Eurobike-Coverage hat man, glaube ich, seit... erinnern können, ja. Ja, also ich war bei der Eurobike das erste Mal, glaube ich, 2007 dabei. Und seit 2006 habt ihr, glaube ich, die Videos gestartet für die Eurobike. Und 2007 ging es, glaube ich, oder ab da war ich dabei und da hatten wir dann, glaube ich, schon zwei Teams, glaube ich sogar. Mhm. Zwei Videoteams auf der Eurobike und dann wurde das jedes Jahr mehr. Und ich glaube, aktuell sind wir halt eigentlich gleich auf einem extrem hohen Level seit 4-5 Jahren, glaube ich, so. Ja. Ungefähr mit immer so knapp über 100 Artikeln. Ja. Pro Eurobike, ja. Ja, nun sind wir gespannt, wie es weitergeht mit der Eurobike, ob wir das weiter so machen oder nicht, ob es weiter Sinn macht. Ja, das überlegt sich, glaube ich, die Eurobike selbst auch permanent. Das ist ja auch etwas Disruption bemerkbar. Irgendwie durch dieses, man merkt es ganz deutlich durch dieses Termin hin und her, was die jetzt in den letzten zwei Jahren durchgemacht haben. Vorverlegen, wieder zurückverlegen und keiner weiß eigentlich so richtig, was die wollen. Und das merkt man auch in der Berichterstattung, wenn man das irgendwie covern möchte. Und ja, da bin ich auch gespannt, wie das weitergeht. Wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon mal angesprochen hier im Podcast in einer der ersten Episoden. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass sich das irgendwann entsprechend mal beruhigt oder dass zumindest mal klar wird, wer jetzt bei der Eurobike wieder ist, ob jemand, wer zurückkommt und wer jetzt halt dauerhaft wegbleibt, weil wir tatsächlich auch irgendwann gucken müssen, dass, also wir können halt nicht so unglaublich viele mehr, also Hausmessen machen, vor allem nicht mehr, als wir jetzt aktuell schon haben. Ich glaube, wir waren auf 12 Hausmessen, glaube ich, dieses Jahr oder auf 13 oder so, ich weiß nicht genau, das ist halt schon ein ziemlicher Aufwand und natürlich hat man coolere Sachen dabei, man hat echt umfangreiche Artikel mit eigenen Fotos und so und der ganze Tag an sich ist ein bisschen entspannter, weil man das alles für einen Hersteller reservieren kann, aber auf der Eurobike hat man halt alles in 3-4 Tagen abgefrühstückt und diese Hausmessen fressen einfach schon ziemlich viel Zeit, von daher bin ich echt mal gespannt, was es jetzt wird, weil ob jetzt wieder mehr Leute zurückkommen oder ob wieder eher Firmen mehr abwandern. Ja, es wäre auf jeden Fall, glaube ich, schön, wenn es wieder eine Konstante wäre, so wie es eben zwei Jahrzehnte lang der Fall war. Ja. Konnte sich darauf verlassen, alles trifft sich dort, jeder ist dort, Termin ist immer gleich und ja, jetzt ist das alles ein bisschen, wirkt etwas willkürlich. Und ja, wie du schon sagtest, man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass eine bestimmte Marke da vor Ort ist. Und das ist ja nicht so gut. Was fällt mir noch ein? ICB fällt mir noch ein. Ah, ja. Vielleicht als größerer Punkt. Die Idee war, ein Fahrrad zu entwickeln. Das klingt ja erstmal ein bisschen verrückt, das als Plattform zu machen. Die Idee hatte unser Kollege Maxi 2011 auf dem Weihnachtsmarkt abends beim Essen vorgestellt. Es wäre doch geil, wenn wir zusammen ein Fahrrad entwickeln würden, weil wenn wir Bikes vorstellen, kommt es ja häufig vor, dass in den Kommentaren alles besser gewusst wird. Hätte ich anders gemacht oder warum wird das so gemacht? Ja, lass uns das andersrum aufziehen. Wir geben Eckdaten vor und entwickeln gemeinsam mit den Usern und der Industrie ein Rad. Der Stephanus hat dann die Projektleitung übernommen. Und zu Zeiten des Enduro-Booms kam dann mit dem Entwicklungspartner Carver damals der ganze Prozess von A bis Z, also von was für eine Art von Rad soll es überhaupt werden, bis nachher zur Bestimmung der Ausstattung, bis zu einem Testevent in Italien oder auch hier in Stromberg, wurde dann alles gemacht und herauskam ein ziemlich beliebtes Enduro-Fully, was damals viele Leute gefahren sind und was zum Beispiel der Max Schumann auch in der EWS gefahren ist. Das war EWS, das war ICB1 und ICB2 ist dann ähnlich gelaufen. Damals mit Alutech wurde 2014 nochmal durchgeführt, wurde eben auch die Community wieder befragt und die ganzen einzelnen Schritte, die es braucht, um ein Fahrrad zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, wurden abermals Durchgang, auch wieder mit Stephanus, mit Sebastian Tegmeier auf der Produktmanager-Seite und mit Stefan Stark als Konstrukteur. Und das kam dann eben auch auf den Markt. Und ja, ich fahre zurzeit auch noch das ICB
1 und 2. Und beide hier noch, genau. Oh, stimmt, ja. Ich fahre das ja auch immer dein ICB2, wenn ich irgendwo bin. Du fährst gerne mein ICB2, wenn du Rennen gewinnen willst, genau. Genau. Haben sie auch beide gefahren. Eine Sache fällt mir noch als letztes vielleicht ein zum Abschluss, was man auch noch mit so einer großen Reichweite machen kann, wie wir sie mittlerweile haben, ist was Gutes zu tun. Die Idee kam von Sissy Persch. Wir könnten eine Spendenaktion für den World Bicycle Relief machen und wir hatten drüber gesprochen, wir hatten Firmen angesprochen, ob die uns Preise zur Verfügung stellen und Leute können sich über eine kleine Gebühr quasi in so einen Lostopf einkaufen. Mit 5 Euro waren sie dabei. Ja, und im ersten Jahr kam dann gleich ein größerer Betrag zusammen und in den letzten, ich glaube jetzt dreimal haben wir es jetzt gemacht, sind über 160.000 Euro zusammengekommen, die eben direkt für Projekte nach Afrika jetzt gegangen sind über den World Bicycle Relief. Ja, das wird es dieses Jahr auch wieder geben, da sind wir gerade in der Vorbereitung. Genau, da könnt ihr dann auch wieder eifrig mitspenden und habt die Chance auf ziemlich geile Gewinne wieder. Es gibt schon ein paar Preise, die sind auch diesmal wieder der Knaller. Ja, seid gespannt, die Aktion geht in Kürze los. So viel eigentlich dazu. Habt ihr noch Punkte? Ja, ein größerer Punkt ist, der mir noch einfällt, ist unser Tippspiel, was wir seit ein paar Jahren machen zum Downhill World Cup und später auch zum, ich glaube, eine Saison später ist die EWS auch noch dazugekommen. Ja, seit wann machen wir das Tippspiel? 2014? War es nicht sogar erst EWS und dann Downhill? Ich guck mal kurz. Ja, ich glaube erst EWS. Ich guck mal schnell. Oder so rum. Ich guck mal schnell, ja. Ins Git. Im Grundsatz geht es darum, dass wir gedacht haben, lass uns doch ein cooles Tippspiel machen, so wie es auch ein Bundesliga-Tippspiel oder was weiß ich alles gibt, irgendwie zu sportlichen größeren Aktionen. Und dann haben wir ein Tippspiel, genau, ja, ich glaube, zuerst ging es mit der EWS los. Ich weiß nicht, da 2013 war es übrigens. Und da wurde, es war ein Radon, oder, was verlost wurde. Kann es sein? Oh, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir gesagt, so, derjenige, der nachher am Ende der Saison am besten die ganzen Fahrer tippt. Das heißt, zu jedem Rennen kann man halt Fahrer tippen, sowohl die Männer wie auch die Frauen. Später sind noch ein paar andere Kategorien dazugekommen. Wer nachher am meisten Punkte im Prinzip da zusammentippt, der bekommt halt dieses Fahrrad. Und das haben wir dann zuerst mit der EWS gemacht und dann kam später. Das war doch der UCI World Cup. Ich sehe es gerade. Ah, okay. Ja, sorry. Ja, auf jeden Fall haben wir das Ganze für den World Cup gemacht, sowohl für Cross Country wie auch für Downhill plus das EWS, also Enduro World Series Gewinnspiel, Tippspiel. Und ja, da gab es halt jedes Mal Räder zu gewinnen und das war ein ziemlich krasses Battle dann irgendwie gegen Schluss. So meistens hat sich das wirklich erst ein oder zwei Rennen vor Schluss entschieden und teilweise waren es wirklich nur sehr wenige Punkte, die auseinanderlagen. Wir haben es dieses Jahr ein bisschen anders gemacht im Downhill-Gewinnspiel. Da gab es zu jedem Rennen etwas zu gewinnen, einen größeren Preis. Und ja, wir haben schon Ideen für nächstes Jahr, wie wir es machen, aber grundsätzlich gehen wir davon aus, dass das Tippspiel halt auch so erfolgreich weiterlaufen kann. Es machen immer ich weiß nicht, wie viele Leute mitmachen, tausende Leute machen mit. Und das macht irgendwie jedes Jahr Spaß, das Ganze halt sich durchzulesen, anzugucken und auch vor allem mit den Gewinnern nachher zu sprechen, wie die das gemacht haben. Also die wenigsten, die vorne liegen, die machen es mittlerweile so, dass sie einfach irgendwie so nur einfach zufallsmäßig tippen. Also die meisten machen sich tatsächlich Excel-Listen, schauen vorher Instagram und Facebook durch, wer verletzt ist, wer sich nicht so gut fühlt, wer vielleicht irgendwo schreibt, ja, die Strecke liegt mir total. Und darauf, so tippen die dann auch. Und das funktioniert tatsächlich, wenn man so analytisch reingeht, für viele ganz vorne ziemlich gut. Ich versuche auch analytisch dran zu gehen, lieg immer nebendran. Also ich war da bisher wenig erfolgreich. Ja. Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, aber wir haben schon tatsächlich, ich erinnere mich an mindestens zwei User bzw. Userinnen, die immer ziemlich weit vorne sind und die jeweils beide zweimal schon was gewonnen haben, was angesichts der vielen tausenden Tipper halt wirklich unwahrscheinlich ist, wenn man es jetzt zufällig machen würde. Also die sind da sehr hinterher. Also es funktioniert schon ganz gut. Ja, was haben wir denn sonst noch?
sind schon echt viele Sachen. Ich bin auch seit 2012 jetzt dabei. Also ich habe früher, seit genau, Eurobike, glaube ich, 2007 war, glaube ich, das erste. Und seitdem mache ich immer so ein bisschen mit. Und seit 2012 bin ich etwas länger dabei. Ich war auch ganz lange Moderator für den Dirt-Street-Bereich. DDD-Foren. Ja, DDD-Foren. Die waren früher noch ziemlich aktiv. Damals war diese Einteilung der Disziplin, die war auch eine ganz andere. Ne? Das hat sich auch extrem gewandelt im Laufe der Zeit. Ja, es war so Cross-Country und Tour-Marathon und DDD eigentlich. DDD, so. Ja. Downhill Dual Dirt. Enduro hat noch niemand, dieses Wort hat damals noch niemand in den Mund genommen. Es gab ja auch keine Enduro-Bikes. Eben. Das war halt echt so Freeride, das war im Downhill Dual Dirt und alles, was unter All Mountain läuft, war eher im Bereich Marathon und Tour. Und der Mix, der kam dann irgendwann, ja. Ja, was haben wir denn noch? Was wir noch erwähnen konnten, beziehungsweise würde mich mal interessieren, Tom, seit wann es diese Sachen gibt. Und zwar haben wir Herstellerforen seit geraumer Zeit. Was hat es denn damit auf sich? Das war auch eine Anfrage. Ich überlege gerade. Ich glaube, das erste Herstellerforum war für GT damals. Da hatte mich jemand von dem GT-Vertrieb damals angefragt, der auch in einem Videoforum aktiv war. Meint so, hey, in einem Videobereich gibt's das, da haben wir das in dem Forum. Lass uns das doch auch hier machen. Und dann haben wir quasi ein Support-Forum für die Bikes eingerichtet. Und das hat direkt gut funktioniert. Das heißt, die Fahrer konnten sich dort mit Mitarbeitern der Marke austauschen, wenn sie Probleme hatten, technischer Art, oder auch mit anderen Fahrern austauschen, die gleichen Produkte genutzt haben. Sie konnten Feedback geben zu den Produkten. Das kam sehr gut an und wurde deswegen auch recht schnell, recht breit genutzt. Häufig hat man eben auch Fragen zu Antworten, nein, andersrum, man hat Antworten zu Fragen gefunden, die man vielleicht selbst hatte, weil das Problem jemand anderes vor einem schon hatte und genau, so sind die recht fix gewachsen. Deswegen gibt es da mittlerweile auch so viele davon, die teilweise auch professionell betreut werden. Das heißt, in den größeren Supportforen, da gibt es dann eben auch ein dediziertes Team, was da eben reinschaut, jetzt bei Radon oder bei Canyon. Da wird fix reingeschaut, das ist Teil, das wird dort betreut von deren normalen Support eben. Ja, ich habe gerade mal geguckt, 19. Mai 2003 war das erste Thema von GT. Also ja. Auch schon 15 Jahre her. Ja, die sind ja riesengroß geworden, ja. Ja, und jetzt sind es, glaube ich, keine Ahnung, 60 oder 70 Hersteller. Ja. Oder noch mehr, ja. Ja, und wenn du dir die Anzahl der Antworten anschaust, kannst du ja sehen, was dort los ist. BH-Bikes, 11 Beiträge. Ja, die haben eben ja auch erst vor kurzem angefangen. Ja, Canyon, 285.000 Beiträge. Ja, Canyon ist krass. Wir haben übrigens diese Herstellerforen jetzt seit einiger Zeit auch bei EMTB News begonnen. Und bei Rennrad News gibt es die ja auch schon seit, von Anfang an eigentlich dort. Kann man sich auch mal anschauen, wenn man jetzt irgendwie mit Rennrad oder E-Mountainbike unterwegs ist. Gibt es auch dort. Cool, aber ich denke mal, da haben wir schon mal eine schöne Übersicht bekommen über die Geschichte von mtbnews.de. Auf jeden Fall. Man hat das ja alles irgendwie mehr oder weniger selbst mitbekommen, live miterlebt. Das ist aber dann doch immer schön, das nochmal irgendwie zu hören, wie es denn wirklich war. Finde ich immer wirklich gut, hat mir sehr gefallen. Wir können T-Shirts machen, wir waren dabei. Ja. Ich fand es übrigens sehr krass, als wir das erste, wann war es, 2008, das erste Mitarbeiter bzw. Moderatorentreffen, wo ich dabei war. Wo du dabei warst, ja. Es gibt wo ich dabei war. Die gab es ja schon seit mindestens, ich glaube 2002 oder 2003 gab es das erste. Ja, klar, 2003 gab es das erste. Oder Tom? Gab ja schon viele. Aber ja, das ja, war da gab für mich schon ja welche, wo es jetzt noch witzige Fotos gibt, wo alle möglichen Leute mit drauf sind, die man jetzt auch noch kennt aus anderen Funktionen vielleicht. Die verlinken wir alle in den Shownotes natürlich. Ja, genau. Wir markieren euch alle.
Nee, aber ich weiß noch, wie krass es damals war, 2008, weil ich besonders Thomas, glaube ich, 2008, ich bin mir ganz sicher, eigentlich, glaube ich, vorher nur einmal getroffen hatte, meine ich. Und dann war es irgendwie ganz cool, tatsächlich mal Thomas und die ganzen anderen Moderatoren, Markus war auch dabei, so in real life quasi mal zu treffen und mit denen Mountainbiken zu gehen. Und da waren noch damals ganz viele andere Leute, die ich halt wirklich alle nur von aus den unzähligen Postings und Nachrichten irgendwie kannte. Und das war irgendwie, also es ist immer witzig, wenn man Leute trifft, die man vorher halt zwar schon lange irgendwie übers Internet kennt, aber noch nie live getroffen hat, und dann mit den Radfahren zu gehen, das war irgendwie ziemlich cool. Also es war ein sehr lustiges Treffen 2008. Und dann direkt sogar da seine allererste Fahrradtour macht, Hannes, oder? Ja, man muss dazu sagen, ich war bis 2008 eigentlich, da hatte ich mein allererstes richtiges Mountainbike, in Anführungsstrichen richtiges Mountainbike. Ich war vorher eigentlich immer nur im Skatepark unterwegs oder mit dem Freerider, wie früher halt irgendwie ganz viele unterwegs waren, irgendwie hochgeschoben und dann halt und dann hat es Klick gemacht. Ja, genau. Ja, wir hatten früher keine wirklichen Runden. Wir hatten halt wirklich eigentlich eher so Spots, wo man halt wirklich eher steil hochschob und dann halt irgendwie Sachen runterfuhr und alle möglichen Drops und so, und dann schob man halt wieder hoch. Und das, so sind wir halt früher Mountainbike gefahren oder im Skatepark halt. Ja, und von da war das tatsächlich meine erste Tour, und die hatte direkt 40 Kilometer und 1000 Höhenmeter, und das war mit dem 18 Kilo Fully mit Rennradkassette und 36er Blatt eine Ansage auf jeden Fall. Das gute, ja, Bottle Rocket, genau. Das, ja, genau. Und das verlinken wir auf jeden Fall. Das Foto habe ich nämlich im Fotoalbum. Das Foto von damals verlinken wir. Show Notes. Ja, die Moderatorentreffen, die waren immer, eigentlich immer episch. Ich erinnere mich, oder erinnere mich besser gesagt nicht an Kirmesbesuche in Bad Kreuznach, und die damit geendet haben, dass Tom sich irgendwo vor ein Taxi auf die Straße gelegt hat und das dazu bewegen wollte, dass es uns nach Hause fährt, und der Taxifahrer aber keine Lust hatte. Oh weia, das war echt lustig teilweise. Tom sagt nichts Tom. Mehr. Ich sag nichts, nee. Wir müssen das auch nicht veröffentlichen. Ah, herrlich. Ich glaube, wir haben hierzu jetzt nichts mehr, oder? Nee, das war auch, glaube ich, eine ganze Menge, was wir jetzt erfahren haben. Auf jeden Fall. Sehr interessant. Danke für diese Ausführungen. Ja, vielen Dank. Liebe Zuhörer, und wir würden uns natürlich sehr, und Zuhörerinnen. Ich habe nämlich, ich weiß, dass auch, dass wir auch Zuhörerinnen haben. Ja, auf jeden Fall. Das haben wir definitiv. Uns würde interessieren, wie seid ihr denn ins Forum gekommen? Seit wann kennt ihr MTB News? Und wir fragen das ja normalerweise immer nur die Leute, die den Bike der Woche haben. Wie seid ihr ins Forum gekommen, und was findet ihr gut oder was findet ihr nicht gut? Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare uns schreibt oder uns irgendwelche privaten Nachrichten schickt, aber natürlich am besten als Kommentar, wie ihr das so gemacht habt, wie ihr das empfunden habt und ja, wie es euch gefällt und was wir besser machen könnten und was schon gut ist. Genau. Ja, genau. Und wir haben auch weiterhin interessante Sachen in den nächsten Monaten und Jahren, die wir an Plan dran sind. Markus, hast du jetzt mal hier nicht von deinem Soundboard hier nochmal irgendwas? Nee, mit solcher Ansage sowieso nicht. Sorry. Ja, hast du ja nie. Machst du ja auch sonst nie. Genau. Nee, ich konzentriere mich hier auf den Inhalt. Das ist wichtiger als irgendwelche blöden Soundboard-Sprüche. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir noch vieles am Plan dran. Genau. Ja. Könnt ihr gespannt sein? Ja, dann wären wir erstmal mit unserem Hauptthema durch. Wir haben natürlich noch ein paar kurze Kategorien, bevor wir heute mal pünktlich Schluss machen. Und zwar haben wir natürlich auch wieder unsere wunderbare Rubrik Schaut, was ich gekauft habe. Auch ein wunderbares Thema übrigens, in das ihr mal reinschauen solltet. Da seht ihr, was die anderen Leute alles für lustige Sachen kaufen. Wir haben uns letzte Woche an den Rechner gesetzt, an zwei Rechnern, und haben versucht, durch die Warteschleifen zu kommen, pünktlich, rechtzeitig, und haben es geschafft und haben 5 Rammstein-Tickets für Hannover gekauft nächstes Jahr. Im Juli ist es, glaube ich, und
Ja, das wird, glaube ich, ziemlich gut. Rammstein Stadion-Tour. Und im Schaut, was ich gekauft habe, Thema, war ich übrigens lange nicht der Einzige, der diese Tickets gekauft hat. Also ich glaube, es waren mindestens 6 User, die auch Rammstein-Tickets gepostet haben. Na, in so ein Stadion passen ja auch eine Menge Leute rein, ne? Da passen ziemlich viele Leute rein, ja. Und die machen halt, glaube ich, 9 Shows allein in Deutschland. Und insgesamt, glaube ich, 21 und pro Stadion so 25.000 bis 50.000. Das sind ziemlich viele Leute. Und trotzdem waren die ganzen Dinger nach 10 Minuten ausverkauft. Krass. Die komplette Tour. Krass. Unfassbar. Also, ja, die haben jetzt zwei. Ach, genau. Der Typ, der gerade unfassbar gesagt hat, der ist auch dabei. Für ich freue mich auch unfassbar Ticket drauf. Ja, genau. Ja, die haben direkt 2 Zusatzshows angekündigt, nachdem nach 10 Minuten halt das ganze Ding weg war. Gibt's nicht. Also, das Wahnsinn. Ist schon heftig. Ja. Ja, was habt ihr gekauft? Tom, was hast du dir gekauft zuletzt? Seit der letzten Episode. Ich habe mir seit der letzten Episode habe ich mir ein paar AirPods gekauft und bin super happy damit. Wer sie nicht kennt, das sind diese Bluetooth-Kopfhörer, die es zurzeit ab und an in Angeboten gibt von Apple, weil es da demnächst irgendeinen Nachfolger gibt. Man kann sie super zum Telefonieren, zum Musik hören etc. nutzen. Ich telefoniere relativ viel und nehme sie dafür und sie sind ziemlich cool. Also die Soundqualität ist tipptopp. Und die anderen Leute verstehen einen auch sehr gut damit. Also kann ich durchaus empfehlen. Das kann ich bestätigen. Seit Tom diese Dinge hat und wir telefonieren sehr häufig, ist die Audioqualität deutlich besser geworden. Ja. Dann hat es sich ja gelohnt. Yep. ich habe mir einen neuen Batteriefachdeckel für meine gute alte Nikon D300 gekauft. Das ist aber D300, auch sehr schön. Ja, ja, die D300, die habe ich seit dem Tag ihrer Einführung, das war Ende 2007, glaube ich, hatte mir die damals gekauft, hauptsächlich für eine Amerika-Reise, die ich gemacht hatte und konnte die seit einiger Zeit nur noch mit Batteriegriff nutzen, weil mir der Batteriefachdeckel abgebrochen war. Da sind so zwei kleine so Halter aus Plastik, ganz dünn, irgendwie einen Millimeter nur, da ist eins abgebrochen, der hat nicht mehr vernünftig geschlossen. Dann habe ich immer einen Batteriegriff dran gemacht, weil der hat dafür gesorgt, dass die Batterie drin bleibt. Und das nervt aber, weil der ist groß, die Kamera passt nicht mehr so gut in den Rucksack und ist auch ein zusätzliches Gewicht von, weiß ich nicht, 300-400 Gramm. Und jetzt habe ich einfach mal für 1,19 € mir einen neuen Deckel gekauft und der ist total schick und der hält das. Und als ich gerade dabei war, mir Kamerazeug zu kaufen, habe ich dann auch direkt noch zugeschlagen und mir auch noch eine neue Kamera gekauft. Da hatte ich jetzt seit einigen Wochen drüber nachgedacht und normalerweise bin ich jemand, der sich sowas in den Kopf setzt und am nächsten Tag spätestens das Ding zu Hause haben will, also ein sehr spontaner Käufer. Hier habe ich lange drüber nachgedacht, ob oder ob nicht und ist es das Richtige oder nicht, und ich habe dann schlussendlich zugeschlagen, habe mir eine Nikon D500 gekauft. Die ist so Nikons Topmodell mit dem DX-Sensor, also diesen 1,5-Crop-Sensor. Die Überlegung war, kaufe ich mir eine Kamera mit Kleinbildsensor oder wieder eine Crop-Kamera. Die Entscheidung fiel dann darauf, weil ich einfach noch so viel Objektive habe, die für das DX-Format oder für dieses Crop-Format gerechnet sind und ich da ordentlich hätte aufrüsten müssen. Und wenn ich in der gleichen Qualitätsstufe geblieben wäre bei den Objektiven, wäre das sehr, 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 sehr teuer geworden. Deswegen fiel die Entscheidung dann auf die D500 und bin da in den wenigen Tagen, die ich sie jetzt habe, extrem zufrieden. Die hat fast doppelt so viele Pixel wie die alte D300 und hat einen Sensor, der deutlich besser mit höheren ISO-Werten umgehen kann. Also das ist einfach, man merkt, da sind einfach Generationen dazwischen bei der Bildverarbeitung. Das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ganz großartige Sache. Der Autofokus ist unfassbar gut. Hat das gleich am Wochenende probiert. Bewegte Ziele damit zu fotografieren, und das ist einfach, das macht sie von alleine. Also unglaublich. Was sind denn bewegte Ziele, Markus? Kinder? Kinder Katzen? Zum Beispiel, Kinder, die sich erratisch bewegen. Ganz schwierige Sache. Und das mit der Kamera wirklich, da hat fast jedes Foto gesessen. Also das kannte ich bisher so noch nicht. Und der Autofokus von der D300 war ja damals schon so der beste, den es gab, vor 10 Jahren, wie gesagt. Und da haben sie echt nochmal ganz schön was draufgepackt. Bin ich bis jetzt super zufrieden.
Und das Schönste ist, ich habe die für einen wunderbar guten Kurs bekommen. Habe die nämlich gebraucht gekauft. Auch eine Sache, die ich normalerweise nicht mache. Habe dann so ein bisschen bei eBay rumgeschaut und hier und da. Und da gibt es halt ein paar Anbieter, die versenden aus Irland und Großbritannien so Grauimportware. Da ist dann aber die Sache mit der Garantie schwierig. Habe ich mich denn dagegen entschieden, auch wenn die wirklich billig sind, muss man sagen. Und habe dann geguckt, dass ich hier einen deutschen Händler finde, der mir eine gebrauchte mit Gewährleistung verkauft. Und habe ich hier eine gefunden, die hat gerade mal 3000 irgendwas Auslösung, also ist de facto neu. Ist irgendwie mal ein Fußballspiel oder so von der Anzahl der Fotos, was die bis jetzt durch hatte. Und die kamen dann auch an in Originalverpackung, alles dabei, keine Kratzer, nix. Und ja, bin extrem zufrieden. Und das war mein Kauf seit dem letzten Podcast. Klingt sehr gut. Ja, ist es. Gut, bevor wir zum Ende kommen, haben wir natürlich wieder unsere Empfehlungen für euch. Und meine Empfehlung für diese Woche bzw. für diese Ausgabe ist eine Notiz-App, die ich zuerst kostenlos getestet habe und dann ein bisschen weiter getestet habe und irgendwann für gut befunden habe. Einziges Problem ist, kostenlos testen ist dann beschränkt ohne Synchronisation auf den eigenen Rechner und ich hätte das halt gerne auf alle möglichen Devices und Rechner und so hier synchronisiert und deswegen habe ich es mir gekauft. Das ist leider nur so ein Abo-Modell, kostet aber, ich weiß nicht, ein paar Euro im Jahr. Das ist wirklich nicht sehr teuer. Und diese App heißt Bear App, wie der Bär, nur in Englisch B-E-A-R App. Gibt es im App Store und bestimmt auch für Android-Geräte. Und ich bin sehr zufrieden. Es ist eine relativ klare, schnieke App ohne irgendwelche zusätzlichen Sperenzien, aber synchronisiert sofort. Man hat diverse Unterstützung, was Sortierungen angeht und so. Und man kann direkt vom Handy, keine Ahnung, Bilder und alles weiter einfach reinschmeißen. Und ich finde es ziemlich cool und kann dich nur empfehlen. Das ist meine App. Das ist meine Empfehlung für die diese gibt's Woche. Die gibt es übrigens nur für iOS und für macOS. Oh, und, dann tut es mir leid, aber sie ist trotzdem gut. Genau. Ja, vielleicht ist das auch der Grund, wer weiß. Ja. Tom, hast du denn irgendeine Empfehlung? Ja, ich habe zwei Empfehlungen. Die eine Empfehlung ist, geht Night Ride machen, Night Ride fahren. Yes. Ich war letzte Woche auf dem ersten Night Ride der Saison unterwegs und fand es wieder super geil. Die Trails wirken ganz anders. Alles sieht anders aus, alles fühlt sich anders an. Man fühlt sich bekommt viel die Natur auch ein bisschen anders mit. Man sieht die Sterne. Also, das wäre mein einer Tipp. Geht einen Night Ride machen. Das zweite ist, ja, ich habe ein MacBook Pro, ein halbwegs aktuelles, und das hat dieses Tastaturproblem, das die von euch kennen, die ein MacBook Pro ein neueres haben. Und da gibt es ein geniales Austauschprogramm von Apple. Das heißt, man macht einen Reparaturtermin aus und bekommt dann eine neue Tastatur, aber da die Tastatur nicht allein getauscht werden kann, bekommt man fast ein komplett neues MacBook bei dieser Aktion. Also bis auf Display und Innenleben ist wirklich das allermeiste neu. Und jetzt geht die Tastatur wieder und das Ding sieht aus wie neu. Genau, das wäre mein Tipp für euch. Cool. Ja, das ist dann für Apple der Nachteil, ne? Diese extreme Integration von allen, dass man nicht einfach mal eine Tastatur austauschen kann, wie das vor zwei Generationen noch ging. Aber ich habe gehört, sie haben eine ganz gute Portokasse. Ja. Ja, die Aktion. Du zahlst ja vorher können. Die drei Macs schon mit, wenn du das MacBook Pro kaufst. Ja, weißt du? Ja. Ja, EK von die Dinger, also für Herstellungskosten wahrscheinlich 30 Euro. Ich glaube, so krass ist nicht. Nein, natürlich nicht. Es gibt von, ist schon, aber es ist teuer. iFixit macht das immer, die nehmen immer die neuen Devices auseinander und legen die sich so auf den Tisch aus und schätzen mal so die Preise dafür in der Herstellung. Und das ist schon nicht so wenig. Irgendwie ein iPhone, da bist du schon bei, ich weiß jetzt nicht, welche Version das war, aber so ein halbwegs aktuelles, ein iPhone 8 oder sowas, ist schon dann auch deutlich über $300 Herstellungskosten. Selbst für Apple. Und das ist schon nicht, das ist auch schon nicht ohne. So, ich bin dran, ne? Mhm. Ich habe ja letztens, glaube ich, ausgesetzt und habe daher heute zwei Sachen. Die erste Sache möchte ich empfehlen, und zwar OpenStreetMap, das geniale Projekt. Funktioniert so ein
bisschen wie die Wikipedia, aber eben für Landkarten und ja, einfach Geodaten allgemein. Es geht nicht mal unbedingt nur um Karten, sondern einfach um geografische Informationen aller Art, die in einer großen Datenbank gesammelt werden, wo jeder mitmachen kann und der irgendetwas beizutragen hat. Und wenn es bloß ist, den Friseur um die Ecke einzutragen als POI, die kann man nutzen als Ersatz für Google Maps im Browser. Die kann man nutzen auf seinem Fahrradcomputer GPS. Wenn man jetzt Garmin hat, kann man sich Karten runterladen, die OpenStreetMap-Daten enthalten. Kann die nutzen zum Navigieren, zum Angucken. Geräte wie der Wahoo Element haben OpenStreetMap-Daten als Grundlage für die Karten, die sie sich da oder die da angezeigt werden. Also es hat schon so ein bisschen Verbreitung gefunden, weil für die Hersteller eben ja keine Lizenzkosten anfallen, wie das sonst der Fall ist. Der Vorteil ist, dass die Daten unter einer freien Lizenz stehen. Also man kann machen, was man möchte damit, auch kommerziell. Und dass sie besonders abseits von Städten oder von Siedlungen doch teilweise deutlich besser sind als alles, was man von Google oder sonst wo oder Apple und es gibt ja viele Anbieter, TomTom, Apple, Google, hier, Bing, was weiß ich, die Liste lässt sich fortsetzen. Abseits von Städten und Siedlungen ist die Genauigkeit doch deutlich höher, zumindest hier in Deutschland und wenn man jetzt viel im Wald unterwegs ist, dann kann man die echt nehmen zum Navigieren dort, das funktioniert super. Ein User bei uns aus dem Forum, der Felix, hat auch mal ein Projekt gestartet, das heißt OpenMTB-Map. Das sind auch Garmin-Karten, also für Garmin-Geräte, die als Datengrundlage die OpenStreetMap-Daten haben. Und er hat die so aufbereitet, dass die auf den Geräten so gerendert werden, dass das, was für einen Mountainbiker interessant ist, also Pfade, vielleicht auch irgendwie ja, Wege durch den Wald mit Steigung und so, man kann das alles sehr leicht auf dieser Karte erkennen, obwohl das Display sehr klein ist. Straßen, die uns nicht interessieren, irgendwelche Siedlungsstraßen, Bundesstraßen, so, die werden sehr unauffällig dargestellt. Also einfach der Fokus liegt hier auf dem Mountainbiken. Ein ganz cooles Projekt, kann man auch finanziell unterstützen, wenn man möchte. OpenMTBMap.org. Und so gibt es auch ganz, ganz viele andere Projekte, die OpenStreetMap-Daten benutzen. Es gibt Seekarten. Es gibt Reit- und Wanderwegkarten, es gibt ÖPNV-Karten und echt, also die Liste lässt sich fortführen, beliebig lang. Guckt euch das mal an. Ich habe das zum Beispiel als Google Maps-Ersatz auf in meinem Alltag hier auf dem Desktop-Rechner und so komplett integriert. Ich nutze kein Google Maps oder sowas und das reicht mir vollkommen aus, was das OpenStreetMap kann. Ganz tolle Sache. Und die zweite Sache, die ich empfehlen möchte, die hat Hannes nämlich schon mal empfohlen hier, ist eine Fernsehserie, welche sich Ozark nennt, mit dem großartigen Jason Bateman, den kennen einige vielleicht von euch von Arrested Development, spielt eine ganz andere Rolle und das ist so eine richtig geile, düstere Serie mit einem sehr interessanten Farbton, wenn man das schaut, also das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber ja, ich irgendwie schaue die hier jeden Tag mehr oder weniger abends noch eine Folge und ganz großartig. Bin gespannt morgen oder mal schauen. Vielleicht schaffe ich es morgen, ist die letzte Folge der ersten Staffel dran und es verspricht spannend zu werden. Gibt es bei, ich glaube, Netflix und wo man halt sonst so Fernsehserien gucken kann. Ihr wisst schon. Jo. So, ich muss los, Leute. Okay, lass mal gucken. Ja, aber wir sind was? Ja. Nee, wie war denn dein Bier? Nee, das Bier war sehr lecker. Ich kann es nur empfehlen, jedem, der hier mal in der Gegend ist, um Detmold aus Westfalen-Lippe rum, der sollte sich das mal zu Gemüte führen. Wichtig, nicht das Pilz kaufen, sondern das Melder-Bier. Genau. Das ist ein großer Unterschied. Jo. Ja, dann wären wir eigentlich durch, ne? Genau, ich hatte kein Bier. Ich habe hier Clubmate mir noch geholt. Ist super, wie immer. Tom hatte ja. Ja, wie waren die Cola? Erzähl mal. Die Cola Zero ist ein Traum. sanft im Abgang, war echt sehr lecker heute. Ja, gut, genau. Hannes muss los. Ich merke, dass der drängelt. Der ruckelt auf seinem Stuhl hin und her. Auf jeden Fall. Dann machen wir es jetzt hier zu. Tom, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, dass ich Gast sein durfte. Vielen Dank. Ich denke mal, wir holen dich bestimmt nochmal hier irgendwann rein. Aber hallo. Mir hat das sehr gefallen. Würde ich gerne wiederholen. Auf jeden Fall. Okay, gerne. Bewertet uns natürlich wie immer. Genau. Bei iTunes in der Podcast-App. Das hilft uns sehr. Sind wir eigentlich bei Spotify mittlerweile? Oh.
Tom, du bist raus. Nein, Spotify bockt immer noch herum. Okay, das, sorry. Ist unfassbar. Haben wir leider keine guten Nachrichten, immer noch nicht. Wir werden sehen. Gut. Okay, Hannes. Wir hören uns in 2 Wochen. Genau. Und ja, in dem Sinne. Es war schön. Bis bald. Danke, Tom. Danke, Hannes. Vielen Dank. Und alles nächste Mal ist Moritz wieder da. Ciao. Alles Gute, auch beruflich. Ciao.